Michael und Dominik sind ja schon, glaube ich, alte Hasen, alte ABAP-Konf-Hasen. Ich glaube, das dritte Mal, oder? Ja. Realtime, ja, genau. Aber das erste Mal zusammen, oder? Ich glaube, die letzten Male habt ihr separate Sessions gehabt, wenn ich mich erinnere. Das stimmt. Und freut mich natürlich wieder. Es geht sicher wieder auch um Richtung Clean Code und Modern Style und so weiter. Bin schon sehr, sehr gespannt natürlich wieder. Der Titel ist natürlich vielversprechend wie immer. Jetzt ist alles besser, besser oder früher. Includes mit 1000 Zeilen. Heute Klassen mit 1000 Zeilen. Haben wir doch nicht, oder? Keiner hat doch 1000 Zeilen in einer Klasse. Das gibt doch nicht. Okay, vielen Dank für den Vortrag und die Bühne gehört euch. Okay. Ich würde das Teilen übernehmen, Dominik. Sehr gerne. Sehr gut. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Vortrag. Der Michael und ich haben uns über diese Community kennengelernt und dann später über die ABAP-Conf. Und dieses Mal machen wir halt was zusammen. Und wir haben auch wieder einen guten Vortrag mitgebracht mit einem natürlich provokativen Titel, das sich ja vielleicht in einigen Systemen trotz allem Engagements seit vielen, vielen Jahren gar nicht so viel geändert hat. Früher die großen Includes, heute die großen Klassen. Und vielleicht haben wir auch was mitgebracht, um das zu ändern. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind ganz kurz. Mein Name ist Dominik Panzer. Ich arbeite für die Intensa AG. Das ist ein Beratungshaus im Kontext SAP-ISU. Ich bin der Entwickler, Berater und habe auch diesen fancy Namen Agile Technical Coach. Da fragen mich die meisten Leute, ob ich jetzt schon im Marketing arbeite. Aber das ist so der Begriff für Leute, die sich um Programmierung kümmern, Testautomatisierung, Architektur und den menschlichen Faktor in der Softwareentwicklung, wie ich es immer nenne. Wenn man mich erreichen will, findet ihr unten stehend alle Daten und mit dabei ist noch der Michael. Genau, der stellt sich mal selber vor, der Michael Keller, der hat nicht ganz so fancy Titel, einfach Entwickler, Berater und Trainer, sprich ABAP, Logistik, Beratung und Trainings drumherum. Mich kennt man aus der SAP-Community hier fürs Bloggen. Dieses Jahr war das Bloggen nicht ganz so ergiebig, dafür dann im Frühjahr bei der DSAG mitgeholfen, den ADT-Leitfaden aufzusetzen. Und jetzt Richtung Ende des Jahres noch ein neues Format ausprobiert, Podcasten mit dem Frank Enger zusammen rund um Formulare. Und jetzt die allerletzte Veranstaltung für dieses Jahr so in der SAP-Community, die ABAP-Conf, an der wir teilnehmen. Ja, und ich freue mich heute mit dem Dominik zusammen hier im Tandem unterwegs zu sein und was zu erzählen, was man so mit 1000 Zeilen Code machen kann. Genau. Wir haben euch eine kleine Umfrage mitgebracht, weil es gibt ja zwei Tracks in dieser Konferenz und vielleicht seid ihr ja gar nicht richtig, ne? Also woher wisst ihr denn, ob ihr bei uns was lernen könnt? Und zwar, ihr seid bei uns richtig, jetzt kommt die Checkliste, wenn ihr riesige Klassen im System habt und wenn manchmal auch vielleicht doppeltes Coding existiert. Wenn bei euch Klassen im System sind, die irgendwie aus Business-Sicht bedeutungslose Namen haben, Manager, Utility Helper, Provider, ne? Das ist ein bisschen wie auf meiner Visitenkarte, da steht Senior Manager. Weiß auch keiner, was ich tun. So ist es mit diesen Namen letztendlich auch. Ihr validiert Daten, weil was in eure Methoden reinkommt, ob das jetzt so das ist, was ihr erwartet und konsistentes Format habt, wisst ihr auch nicht. Besser Misstrauen. Ihr habt Geschäftslogik, aber irgendwie nicht an den zentralen Punkt, sondern quer verstreut. Und manchmal wisst ihr auch gar nicht, was denn überhaupt Geschäftslogik ist und was nur irgendwie Glue-Code ist oder was irgendwelche Überreste sind, die überhaupt nicht mehr durchlaufen werden. Ihr habt auch vielleicht viele primitive Datentypen, ne, sowas wie Strings und Ints und so und gar nicht so viele Klassen, sondern vielleicht nur diese riesigen Gottklassen und alles intern sieht aus wie früher, sage ich einfach mal. Und Domänenbegriffe, also Fachbegriffe aus eurer Branche, die finden sich eigentlich auch nicht im Code wieder. Das ist eher so technische Begriffe. Und last but not least natürlich, früher hat man doch Funktionsbausteine und die haben halt eins zu eins rüber kopiert in statische Methoden. Ja, so ist es. Wenn ihr zwei davon mindestens angekreuzt habt, bitte seid ehrlich, dann lohnt es sich bei uns zu bleiben. Leitet uns euer Ohr, weil dadurch kommt es natürlich zu Problem, Problem, Problem. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn das Coding nicht gut ist, muss man viel debuggen. Und debuggen ist keine schöne Aufgabe. Der Code, der entstanden ist, der ist relativ unverständlich, das macht natürlich das Debugging noch schlechter. Das Software-Design ist gar nicht erkennbar oder es gab mal ein Design, aber es wurde so viel dran gebaut an Extras und goldenen Wasserhähnen, dass davon nichts mehr übrig geblieben ist. Deshalb dieses defensive Programmieren, immer absichern, passt das, passt das, passt das, immer Paranoia walten lassen.
Und wenn euch jemand aus dem Fachbereich fragt, hey, wo steht denn, wo wir das und das machen, müsst ihr sagen, da muss ich erstmal das ganze Coding durchwühlen. Ich kann jetzt nicht da irgendwo reingreifen und sagen, das ist es. Und aus OO-Sicht natürlich, hey, viele Datenstrukturen, die bauen sich ja und schachteln sich gerne so auf und wenig Objekte und vieles mehr. Und all das, ihr kennt die lästigen Konsequenzen, die sich daraus ergeben für euch. Erschwerte Wartbarkeit, erschwerte Erweiterbarkeit und erschwerte Testbarkeit. Und das heißt natürlich für den Entwickler, oh Mist, der Fachbereich ist unzufrieden, es gibt viele Bugs, ich muss Tickets machen, ich muss Bugfixing und natürlich passiert sowas immer freitags abends, wenn man gerade gehen will. Wir haben uns ein bisschen überlegt, woran das so liegt und naja, die letzten Abkommens, wenn man so die Vorträge geschaut hat, glauben wir, hey, inzwischen ist angekommen, es gibt so verschiedene Schichten in einem Software-System. Es gibt irgendwie eine UI, wo man rumklickt, es gibt irgendwo eine Fachlogik, Business oder Domain und unten drunter gibt es irgendwie eine Datenbank und es lohnt sich, das Ganze zu trennen, weil man findet Sachen besser und man kriegt eine Testbarkeit besser hin. Ich glaube, der Zustand ist relativ unstrittig und vielleicht in vielen Köpfen auch drin. Aber er rettet uns am Ende auch nicht. Weil Probleme können natürlich auch in den eigentlichen Schichten liegen. Und unser Take ist, hey, kommt, wir schauen mal in die Business- und Domain-Schicht. Was kann denn da so los sein? Zoomen wir mal rein. Wenn man uns das anschaut, was da für Klassen drin sind, dann findet man in vielen Systemen so ein Konzept, nämlich, dass man hauptsächlich technische Namen findet. Es gibt CCL-Manager, dann gibt es welche, die heißen wie Design-Patterns, wie Singletons, dann gibt es Wrapper-Provider, dann gibt es die Sammler für alles, die lieben Helper, dann gibt es die Adapter, die verknüpfen und natürlich die Utils, die auch Sammelsurien von irgendwelchen Tools, die nicht zusammengehören sind. Und von den Datenelementen, den Variablen, ja, age ist halt ein Int, Name ist halt ein String und d ist halt Kuch, wie es halt im SAP so ist. Und wir glauben, aufgrund dieser Thematiken entstehen auch Probleme. Aber wie wäre es denn, wenn es anders wäre? Und genau die Frage stellen wir. Was wäre, wenn alles anders wäre? Eine ideale Welt, genau das, was wir Entwickler immer anstreben. Das ist auch immer der Grundgedanke. Wir wollen mit unserer Programmierung alles ein bisschen besser machen. Insbesondere im neuen Projekt soll alles ein bisschen schöner, weiter, größer werden. Und da haben wir mal Vorschläge mitgebracht, wie wir damit umgehen. Und der erste Vorschlag, das ist, wir wollen Domänennamen verwenden. Wir wollen also Namen aus der entsprechenden Domäne verwenden. Das, was Dominik eben gezeigt hat, das Thema zum Beispiel eine Klasse, in der der Begriff Manager steckt. Dann nehmen wir mal das Wort Manager raus. Das ist nur so ein typisches Füllwort. Und ich habe mal ein Beispiel aus meinem Umfeld, wo ich häufig programmiere, mitgebracht. Eine Klasse, die verschiedene Bestellungen verwaltet. Die könnte dann zum Beispiel ZCL Purchase Orders heißen. Das ist ein Substantiv und hat hinten noch ein Plural-S, einfach um mal zu kommunizieren, das ist mehr als eine Bestellung. Begriff Singleton nehmen wir gar nicht mehr erst mit rein. Außer es ist absolut notwendig, dass wir dieses überlange Wort mit im Klassennamen haben. Wrapper, wir wrappen ständig irgendetwas, weil beispielsweise ein Funktionsbaustein wie, ist wieder aus meinem Umfeld, Einkauf, so ein BAPI, PO Get Detail oder sowas, möchte man jetzt ja halt nicht direkt in seiner Programmierung haben. Da baut man dann eine Klasse drumherum, die dann die Daten halt bereitstellt. Die könnte man dann zum Beispiel ZCL Purchase Order nennen. Provider, was providet der eigentlich und woher? Von der Datenbank, RFC, irgendein Webservice oder sowas. Da könnte man durchaus mal in den Namen was aufnehmen, weil man könnte sagen, was providet der eigentlich? In meinem Beispiel wiederum eine Bestellung. Und man könnte sogar einen Namen reinschreiben, okay, dieses Mal von der Datenbank und nicht über irgendeinen RFC-fähigen Funktionsbaustein. Und dann die Klassen. Das Verbrechen hat wahrscheinlich jeder schon mal begangen. Die Util und die berühmten Helper-Klassen, die, wenn man im Internet so ein bisschen recherchiert, ein Code-Smell haben, so irgendwie so einen leichten, ist nicht ganz okay Verdacht, weil die Namen schon darauf hindeuten, dass man im Endeffekt nicht so recht gewusst hatte, worum geht's da. Und man hat viele verschiedene Konzepte in diesen Klassen versteckt. Beispiel eine Datumsberechnung, vielleicht auch noch eine Währungsumrechnung, hat man alles in so eine Util-Klasse gekippt. Da könnte man auch eine eigene richtige Klasse machen.
Im Endeffekt nochmal der Vorschlag von uns hier, der Vorschlag 1 ist, nehmen wir doch wirklich Begriffe, mit denen man hier betriebswirtschaftlich auch was anfangen kann. Das kann der Begriff Buchungskreis sein, wenn man eben einen deutschen Begriff verwenden möchte. Wenn man nach Clean ABAP vorgeht, dann sollte man die englischen Begriffe verwenden, diesen Empfehlungen folgt. Dann wäre es halt der Company Code. Aus Kunde wird dann ein Customer oder Vertragskonto oder Buchung stornieren. Aber auf jeden Fall nicht einfach irgendwelche rein technischen Begriffe verwenden, die einem gar keine Möglichkeit mehr geben, den Bezug zum betriebswirtschaftlichen Prozess herzustellen. Genau, unser zweiter Lösungsvorschlag ist weg von primitiven Datentypen, also von reinen Strings und Ints und Chars und sowas, weil die machen nur Probleme. Und da haben wir auch ein Beispiel mitgebracht. Nehmen wir an, in eurer Domäne, wo ihr unterwegs seid, da gibt es die Möglichkeit zu heiraten. Und es gibt auch eine schöne Methode, die heißt heiraten und die importiert einen neuen Nachnamen, weil eine Hochzeit vielleicht mit einem Namenswechsel verbunden ist. Und der neue Nachname ist natürlich vom Typ String. Weiterhin gibt es eine zweite Methode, mit der sich eine Vaterschaftsbeziehung festlegen wird, lässt. Da kommt ein Vor- und ein Nachname rein, die sind auch vom Typ String. Primitive Datentypen. Wenn man sich jetzt die Methode heiraten anschaut, das erste, was man natürlich macht, ist sagt, Name, da muss ja was drinstehen. Deswegen prüfe ich erstmal ab, ob das Ganze initial ist und wenn, gibt es irgendeinen Fehlerhandling. Und so ein neuer Nachname, wir haben mal rumgefragt, wenn der länger ist als 100 Zeichen, Leuthäuser, Schnarrenberger, kurz nachgezählt, wenn der länger ist als 100 Zeichen, dann ist es auch invalid. Machen wir auch Error. Und jetzt schauen wir uns die Methode Vater von an, die zufällig auch einen Nachnamen importiert. Ja, da kommt dieselbe Validierung, derselbe doppelte Boden und dasselbe defensive Programmieren wieder. Also es gibt irgendwie ein Konzept in diesem Code-Beispiel, aber es ist irgendwie heimatlos. Es hat keinen eigenen Platz, es wiederholt sich, es fehlt irgendwas. Und dafür wollen wir euch eine Lösung zeigen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, naja, Namen validieren, Dominik, das ist ja jetzt nicht die hohe Kunst. Es gibt eine schöne Webseite, die heißt 40 Falsehoods Programmers Believe About Names. 18 davon könnt ihr hier lesen, wo drin steht, was mit Namen alles schiefgehen kann. Und wem da nichts einfällt, den darf ich nur darauf erinnern, wie Elon Musk ich glaube, seine erste Tochter genannt hat. Das kann ich hier gar nicht schreiben oder aussprechen, weil es nicht ASCII-Codezeichen drin hat und Zahlen und Leerzeichen und weitere Sachen, die man nicht erwartet. Ja, was ist unser Take, um das besser zu machen? Das sind Value Objects. Endlich eine Heimat für heimatlose Konzepte, sozusagen. Was sind Value Objects? Die allererste Frage, die man sich stellt. Wir werfen jetzt den Begriff einfach so in den Raum und da wollen wir uns mal so ein paar Eigenschaften anschauen. Zunächst mal, super Nachricht, es sind kleine Klassen. Wir lieben kleine Klassen, weil da müssen wir nicht viel Quelltext lesen. Und diese kleinen Klassen ermöglichen uns, Objekte zu erschaffen, die aus dem Domänenkonzept etwas repräsentieren. Diese kleinen Klassen, die Objekte, die wir da schaffen, die validieren sich selbst. Ne? Der Dominik hat eben diesen Begriff des defensiven Programmierens gebraucht. Das defensive Programmieren erfordert immer wiederholtes Validieren. Naja, wenn wir jetzt so ein Objekt haben, das sich selbst validiert, das klingt schon mal nach Fortschritt. Diese Value Objects sind unveränderlich, immutable. Das heißt, wenn wir auf die Lebensgeschichte, die Lebenshistorie von so einem Objekt schauen, dann gibt es genau einen einzigen Zeitpunkt, wo diese Value Objects den Zustand annehmen oder ihren eigenen Zustand annehmen. Und das ist halt im Konstruktionsprozess. Und das ist ein bisschen so geistig quasi wie Urlaub, weil es gibt genau eine einzige Stelle, wo ich mal hinschauen muss, welcher Wert das Objekt angenommen hat und danach gibt es keinen Setter mehr oder sowas, den ich aufrufen kann, so dass unterwegs in der Verwendung des Objekts jemand nochmal den Wert des Objekts verändern könnte. Die meiste Zeit interessieren sich Value Objects auch absolut nicht für die Datenbank, gibt es keine Datenbankzugriffe. Ausnahmen bestätigen natürlich jetzt hier die Regel oder sowas, weil wir werden jetzt gleich noch eine Ausnahme sehen und sie sind austauschbar. Austauschbar, weil sie keine Identitäten haben. Identität, jetzt mal nochmal hingedacht, Einkauf auf Bestellungen, die haben eine Einkaufsbelegnummer, also eine Bestellnummer, die sind eindeutig. Dagegen so ein Name eben, so ein Vorname oder Nachname, der hat erstmal gar keine Identität. Da ist der Vorname Michael genauso viel wert wie ein anderer Vorname Michael, eine Person, die da quasi denselben Vornamen hat. Und deswegen sind sie auch
vergleichbar, und zwar anhand ihrer Werte. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, weil wir wollen weg von den primitiven Datentypen und wir wollen hin zur Objektorientierung. Und bei Objektorientierung, der Begriff sagt es halt schon, spielen Objekte eben eine Rolle. Aber die Welt drumherum steht auf primitive Datentypen. Schauen wir mal links auf die Seite hier. Unsere Applikation ist in der Mitte. Links haben wir eine UI. Wir haben eine CSV-Datei oder einen Webservice. Was haben wir da? Vorwiegend primitive Datentypen. Wir haben rechts eine Datenbank, Drittanbieter-APIs, die man mal konsumiert in seiner Applikation. Wir haben irgendwelche RFC-fähigen Funktionsbausteine oder überhaupt Funktionsbausteine. Alles liefert irgendwie ganz klassisch was Primitives, eben kein Objekt. Und genau das passt jetzt nicht zu dem, wo wir hinwollen, weil wir wollen weg von dem Primitiven. Das heißt, da brauchen wir ein Konzept, das uns jetzt wiederum ermöglicht, unserem Geschäftslogik hier so ein bisschen zu schützen. Und die Value Objects sind genau das. Die Value Objects erlauben uns nämlich hier im dunkelblauen Bereich so ein bisschen als Polizisten zu agieren. Das ist so unsere Schutzbarriere. Und entbindet uns damit, weil es jetzt genau einen Punkt gibt, an dem wir validieren, später in der eigentlichen Geschäftslogik ständig validieren zu müssen. Das ist schon der ganze Zauber an der Stelle. Es gibt einfach mal eine definierte Stelle, wo ich sage, da wird aus etwas Primitiven, wird ein Objekt. Dieses Objekt habe ich einmal validiert und damit arbeite ich danach in meiner gesamten Geschäftslogik weiter. Das war der Zauber. Das ist natürlich die Frage bei all der Magie, wie finde ich denn Sachen, die ich zu Value Objects machen kann? Und da gibt es so ein paar Fragestellungen oder Sachen im System, wo man nachschauen kann, um zumindest Kandidaten zu identifizieren. Zum Beispiel, was wir gesehen haben, es gibt diese wiederkehrenden Validierungen und Geschäftsregeln, die immer zufällig auf dieselbe Variable zugreifen. Das wäre zum Beispiel sehr verdächtig. Oder es gibt Vergleiche, die immer wieder mit nach gewissen Regeln funktionieren. Datumsvergleiche gibt es ja oft im SAP. Vielleicht wäre das auch ein möglicher Kandidat. Oder es gibt Gruppen von Variablen, die irgendwie eine fachliche Kohäsion haben. Zum Beispiel eine Adresse besteht immer aus einer Straße, Stadt, Postleitzahl, Hausnummer und einem Beisatz. Oder, was auch gern gesehen ist, man nutzt zwar OO, dann nimmt man von so einer Klasse per Getter die Daten raus, verarbeitet sie in irgendeiner Weise und gibt sie wieder per Setter zurück. Feature Envy nennt man das. Ja, das könnte man sich auch überlegen, ob diese Logik nicht eigentlich in eine andere Klasse gehört, wo man es zum Beispiel rausruft. Und Michael hat es schon genannt, die beliebten Utility- und Helper-Klassen, dahinter verstecken sich auch oft letztendlich Domänenkonzepte. Wir haben euch ein kleines Beispiel mitgebracht, oder wir haben euch mehrere Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel, das wir durchgehen wollen, ist das Beispiel von Alter. Nehmen wir an, in eurer Domäne gibt es irgendwas mit Alter. Alter, ganzzahlig in Jahr, das ist ein Typ in 4. Und ich habe da eine Validierung. Ich möchte nicht, dass jemand ein negatives Alter hat. Also kleiner als 0 kann man nicht sein. Und ich habe gegoogelt, die älteste lebende Person ist 116. Wir gehen nicht davon aus, dass in unserem SAP-System diese Dame, ist es, glaube ich, übertroffen wird. Deswegen, wenn diese Regel nicht zieht, dann Error. Primitiver Datentyp. Was ist der erste Schritt, um das Ganze zu lösen? Richtig, wir machen den Schwung in die Objektorientierung und legen mal eine Klasse an Alter. Wir nennen die nicht ZCL N4, weil das wäre kein Domänenkonzept, sondern wir nennen es Alter, weil es geht da konkret ums Alter. Und Alter hat ein Public Attribute vom Typ Int 4, klicken. Und das speichert die eigentliche Fachinformation. Und weiterhin eins drunter hat es einen statischen Konstruktor new, eine Fabrikmethode, mit der das Ganze erzeugt wird. Warum wir es nicht über den normalen Konstruktor machen, sieht man gleich. Und letztendlich unten in der Implementierung wird nichts anderes gemacht, als der Parameter Alter in das Attribut hineingeschrieben und eine Instanz erzeugt und zurückgegeben. Ich glaube, soweit kennt man das. So, wie sieht es dann aus in der Anwendung? Was hat sich verändert? Genau, ich erzeuge jetzt halt mein Value Object hier für eine 18-jährige Person. Aber ich kann es natürlich trotzdem wie weitermachen. Ich sage halt, naja, ich habe da jetzt das Value Object, aber dann nehme ich doch einfach das Alter von da und nutze es für meine Logik. Wenn ich wissen will, ob jemand erwachsen ist, dann kann ich das doch in meinem aufrufenden Coding machen. Okay, was kann man dagegen tun? Geht natürlich auch. Es geht weiter. Neue Klasse, selber Sinn. Wir installieren eine Methode, die heißt ist erwachsen. Die retourniert einfach einen boolschen Wert
und ist die eigentliche Business-Logik, die wir haben. Von der Implementierung sieht das ganz einfach aus. Dort wird der beliebte Befehl xsdbool verwendet. Der ist sehr sprechend, einer meiner Favoriten. Und zumindest in Deutschland gültig, wenn jemand größer gleich 18 ist, gibt die Methode halt true zurück und ansonsten false. Und wir hatten ja noch das Thema mit diesen Sicherheitsabfragen, nicht kleiner 0 und nicht größer als 116. Das packen wir in unseren statischen Konstruktor. Und wenn es jetzt passiert, dass jemand außerhalb dieser Grenzen Parameter Alter mitgibt, dann ist unser aktuelles Error Handling, machen wir einfach einen Exit. Und ansonsten erzeugen wir halt eine neue Instanz vom Alter, weil dann ist die laut unserer Business-Logik valide. Exzellent. Aber vielleicht kann man ja auch noch mehr machen. So, Alter, 18 erzeugt, refactored auf Alter ist erwachsen, Logik für Erwachsene. Sieht schon besser aus. Gut. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist natürlich vergleichen. Kommt auch oft vor in unserem Business. Was ist denn, wenn ich wissen will, ob Personen gleich alt sind oder nicht? Ich erzeuge Person 1, das im Sinne eines Alters, ich erzeuge das Alter der Person 2 und dann sage ich wieder in meinem aufrufenden Code, wenn Alter Person 1 gleich Alter Person 2, dann tu irgendwas. Ich rupfe also wieder dieses Attribut Wert raus, dieses Read-Only-Attribut und tu nicht die Logik in das Value-Object pushen. Das kann man aber ganz einfach machen. Value Objects, Michael hat es gesagt, haben keine Identität, sondern sind vergleichbar anhand ihrer Attribute, ihrer Werte. Deswegen installiert man eine Methode, die heißt Equals. Die importiert ein anderes Value Object vom gleichen Typ, also ein anderes Alter, und gibt True oder False zurück, wenn das Alter identisch ist. Wieder mit dem komfortablen Befehl xsdbool. Und das ist letztendlich auch schon die Magie, um das Ganze zu vergleichen. Weil dann sieht unser Code wie folgt aus. If alter Person 1 equals alter Person 2. Und das ist auch noch schön lesbar im Sinne von Sprache. Jetzt haben wir natürlich nicht immer den Happy Path und den schlechten Path haben wir bisher übersprungen. Deswegen, was ist denn, wenn ein Alter mitgegeben wird, das nicht valide ist? 999. Unrealistisch, dass es gibt. Klassische Abfrage bei einem Objekt ist denn die Variable initial. Gut, vielleicht kann man das auch besser machen. Der Lösungsansatz, den wir vorschlagen, ist, wir nutzen unsere allseits beliebten Exceptions. Und das sieht dann so aus. Ich erweitere die Methode new um eine Business Exception, die hier ZCX Oh No heißt, aber natürlich im echten Fall viel besser klingt. Welcher Typ diese Exception hat, ist natürlich höhere Philosophie. Da will ich jetzt gar nicht ein Beispiel drauf eingehen, aber es lohnt sich darüber nachzudenken, dass wenn ich meine Domäne absichern möchte, dass es ja eigentlich gar keine inkonsistenten Zustände geben darf und deswegen es gut wäre, Exception zu behandeln. In der Methode new, wo vorher nach der Prüfung auf die Altersgrenzen einfach nur Exit stand, steht eben jetzt dieses Race Exception. Und damit bricht da die Verarbeitung ab und es kommt zu einer Ausnahme. Die Ausnahme catche ich dann und mache dann damit, was ich glaube, tun zu wollen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wieder aufzusetzen. Vielleicht heißt es auch, wenn diese Variable invalide ist, dann breche ich alles ab. Stellt euch zum Beispiel einen CSV-Import vor, wo man ja immer nicht weiß, ob vielleicht ein User von Hand die Spalten vertauscht hat oder irgendwie das Format geändert hat. Das sind solche Validierungen natürlich Gold wert und wiederverwendbar. Genau. Das war jetzt mal ein schönes Beispiel zum Thema Alter zum Einsteigen. Mein erster Kontakt mit dem ganzen Thema war im Clean-Up-Buch, wo ich zufällig über einen Hinweis, ein Beispiel zu Betrag und Währung mit Value Objects gestolpert bin. Und das Beispiel habe ich auch heute hier mal mitgebracht. Das hatte ich auf der BTP beispielhaft implementiert und möchte jetzt mal zeigen, was es für Vorteile hier gibt, wenn wir den Betrag und die Währung in einem Value-Object zusammenziehen. Man sieht links jetzt schon mal die komplette Klassendefinition. Das ist wirklich nicht viel Coding, weil es passt tatsächlich auf eine einzelne PowerPoint-Folie. Von Class bis Endclass hier im Definition-Bereich ist alles da. Wir haben zwei öffentliche Attribute für den Betrag und die Währung. Wir haben einen Konstruktor, der genau diese Werte übernimmt. Und wir haben eine ganz einfache Methode add, bei der
zunächst mal noch ganz normal, sage ich mal, unauffällig ist, dass sie halt selbst so ein Money-Objekt halt importiert, aber als Rückgabe gibt sie selber wieder ein Money-Objekt aus und nicht irgendwie, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment bei einer Addition vermuten würde, na, die gibt bestimmt irgendwie einen Betrag oder so zurück. Und damit sind wir hier komplett, ich sag mal, anders, als wir sonst oft arbeiten, weil wir hätten uns jetzt mal auf Betrag und Währung fokussiert. Ganz klassisch, wie wir es früher auch in der prozeduralen Entwicklung gemacht haben. Aber links sieht man, hier ist alles eine Klasse und damit kann ich mir Objekte erzeugen. Wie würde diese Klasse jetzt ausimplementiert aussehen? Auch das passt glücklicherweise auf eine einzige PowerPoint-Folie. Im Konstruktionsprozess nehmen wir uns den Betrag und die Währung hinein. Und bei der Methode Add, also die Addition, machen wir vorher ein bisschen Sicherheit rein. Defensive Programmierung an genau einer einzigen Stelle. Wir vergleichen nämlich, ob die Währungen übereinander passen, zueinander passen, denn US-Dollar zu Euro zu addieren macht keinen Sinn. Und dann geben wir direkt wieder selbst ein Money-Objekt zurück, bei dem wir hier rechnen lassen haben. Wir haben nämlich den Betrag haben wir zusammen addiert. Und so entsteht ein ganz neues Objekt, wirklich neues Objekt. Das hat dann den neuen Betrag, aber die gleiche Währung. Damit man sich das gedanklich ein bisschen vorstellen kann, ein Beispiel. Wir haben Geld in unserer Tasche. Hier so. 25 Euro haben wir in der Tasche. Und jetzt sind wir irgendwo auf einem Fest, wo wir ein Preisgeld gewinnen. Wir machen bei irgendeinem Spiel mit und gewinnen 100 Euro hinzu. Jetzt haben wir 25 Euro in der Tasche, 100 Euro gerade Preisgeld gewonnen. Und jetzt kann ich sagen, Money in Pocket hier unten, addiere ich mein gewonnenes Geld und dann habe ich quasi eine neue Summe in der Tasche, nämlich 125 Euro. Das sind dann in der Tat drei verschiedene Objekte, die jetzt hier beteiligt waren. Geld in der Tasche, Preisgeld und nachher das neue Geld in der Tasche. Einfaches Beispiel mal mit Währung. Wenn man jetzt sagt, da hat man ja den Betrag und die Währung schon in einem einzelnen Value-Object zusammengezogen. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, auch aus der Währung selbst ein Value-Object zu machen. Da haben wir uns mal mehrere Möglichkeiten überlegt. Das eine, der dumpfeste Ansatz wäre, man sagt, naja, man hat eine eigene Klasse pro Währung und dann gibt es halt eine Klasse für die Euro-Währung, eine Klasse für US-Dollar und solche Sachen. Das erfordert dann die Anlage vieler einzelner Klassen. Dafür kann man dann aber immer sagen, man weiß genau, das Objekt, was man von der Klasse generiert hat, hat halt immer den Betrag halt in Euro. Das zweite wäre, man validiert gegen die Datenbank. Das war das, was wir vorher sagten. Eigentlich interessieren sich Value Objects nicht für die Datenbank, aber nehmen wir jetzt mal an, wir könnten hier ein Value Object Currency erschaffen. Das soll vom Betrag Euro sein und wir validieren das gegen das Customizing im SAP-System. Das ist dann sozusagen die höhere Instanz, die uns sagt, Euro ist okay, aber andere Währungen sind nicht gecustomized. Von denen kannst du hier im System kein Objekt erzeugen, weil ansonsten wird das Sicherheitsnetz greifen. Wir werfen nämlich dann eine Ausnahme, lösen wir aus und dann wird die halt abgefangen. Und dann gibt es noch ein drittes Beispiel, was wir uns überlegt haben. Man könnte natürlich auch sagen, um das so ein bisschen zu entzerren und dass man es auch besser testen kann, man hat zunächst mal eine Klasse, die stellt die validen Währungen im SAP-System zur Verfügung. Und wenn wir dann mit einem Interface arbeiten, dann könnten wir halt auch eben ein Mock von dieser Klasse erzeugen und könnten dann bei einem Test gewisse Werte unterjubeln oder eben halt, wie jetzt hier gezeigt, in einem Echtlauf könnten wir sagen, wir arbeiten dann hier, wir erzeugen mal hier Euro, lassen das validieren gegen die Valid Currencies und sowas wie gibt es nicht oder sowas, irgendeine andere nicht zulässige Währung oder sowas würde dann bei den Valid Currencies nicht enthalten sein und schon gibt es dann eine Ausnahme. Anderes schönes Beispiel aus der Praxis, das Thema E-Mails, weil E-Mail-Adressen werden vielfach für das Thema Identifikation beim Login oder so genommen. Und deswegen ist eine E-Mail-Adresse immer wieder Gegenstand verschiedenster Arbeiten in der Geschäftslogik halt. Und wir haben jetzt hier mal eine ganz einfache Klasse für ein Value Object, nämlich diese E-Mail-Address-Klasse. Die hat wiederum ein öffentliches Attribut E-Mail-Adresse, Konstruktor,
Und die hat diesmal noch eine zusätzliche öffentliche Methode, GetLocalPart, weil eine E-Mail-Adresse setzt sich aus einem lokalen und einem Domänenanteil zusammen. Und dann kann man sich zu seinem Value Object noch ein, zwei, drei, vier Methoden gönnen, die einem helfen, aus diesem Value nochmal Bestandteile zu extrahieren. Als besonderes Schmankerl ganz unten in der Private Section haben wir auch noch was drinnen, eine Methode zum Validieren von E-Mail-Adressen. Und das ist überraschend gar nicht mal so einfach. Die Klasse links, die Definition Part, zeigt es mal wieder. Wir folgen nicht der Primitive Obsession. Wir haben nicht einfach durch den gesamten Geschäftslogikanteil unserer Anwendung die E-Mail-Adresse als String durchgereicht, sondern wir reichen dann ein Objekt durch. Wie sieht es implementiert aus? Das hier ist jetzt absolutes Beispielcoding. Wir haben hier den Konstruktor. Der Konstruktor macht hier schon ein bisschen viel. Der validiert hier nämlich die E-Mail-Adresse, bevor er sie annimmt. Die Validierung ist absolut low-tech von mir hier ausgeführt. Die sagt mal nur, es muss ein @-Symbol enthalten sein. Das reicht natürlich nicht für valide E-Mail-Adressen zu bestimmen, soll aber verdeutlichen, was möglich ist. Als Empfehlung auch nicht sowas wie Valid E-Mail Address hier in den Konstruktor stecken, sondern in eine Fabrikmethode zum Beispiel, weil der Konstruktor soll wirklich an sich nur das Objekt in einen Urzustand bringen und nicht schon Verprobungen da machen. Die GetLocalPart-Methode ist auch relativ einfach gestrickt. Die splittet unsere E-Mail-Adresse in den Teil vor dem @-Symbol und in den Teil hinter dem @-Symbol. Wie sieht das dann aus? Wenn wir jetzt noch besser validieren wollen würden, als ich das jetzt hier gemacht habe, dafür habe ich im Kontext von ECC oder S4, habe ich schon den Funktionsbaustein hier genutzt. Als ich Beispiele auf der BTP gebaut habe, habe ich dann festgestellt, dass es das da nicht gibt. Da kam aber Dominik zur Rettung, hat gemeint, da gibt es einen total simplen, regulären Ausdruck, den vermutlich jeder ganz am Anfang seines Lebens, wenn er zum ersten Mal einen regulären Ausdruck sieht, sofort erlernt. Das ist nämlich dieser einfache Ausdruck. Den einfachen Ausdruck findet man auf der Webseite. Ich habe die extra dabei geschrieben, weil es stammt nicht von uns. Und um ehrlich zu sein, ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob das da valide ist, aber der Autor auf seiner Website sagt, zumindest mal von sich selbst, das hier ist ein regulärer Ausdruck, der komplett valide E-Mail-Adressen bestimmt, aber das ist viel zu kompliziert. Er zeigt auch einen wesentlich einfachen Ausdruck, der den größten Anteil aller E-Mail-Adressen, die im Internet verwendet werden, bereits quasi abdeckt. Das war jetzt einfach nur mal ein kleiner Spaß, um zu sehen, warum irreguläre Ausdrücke auch mal kompliziert werden können ab quasi dem ersten Zeichen. Gut, wie würde jetzt so eine E-Mail-Adresse dann aussehen, wenn wir jetzt mit dem Value-Object arbeiten? Wir hätten die E-Mail-Adresse hier, John Doe, example.com. Wenn wir jetzt den Local-Part haben wollen, also noch ein klein bisschen mehr rauskitzeln wollen aus dem Objekt, quasi fachlich, können wir einfach die Methode aufrufen und bekommen dann den Local-Part. Auch hier, Dominik hat vorher so das Beispiel gebracht mit dem CSV, genau da. Also wenn von, ich sag mal, von außen an unserer Anwendung unverprobte Daten herangebracht wären, wäre es spätestens hier bei Erschaffung der Value Objects super wichtig, dass wir die validieren, bevor wir sie in unsere tieferen Anwendungsschichten weitergeben. Genau, und um den Bogen zu schließen, können wir ja jetzt nochmal auf unsere Liste schauen. Vielleicht haben wir ja mit dem, was wir erzählt haben in der kurzen Zeit, manche der Probleme sogar lösen können oder verbessern können. Punkt 1, und ich glaube, das ist der Schmerz, der vieles weitere auslöst, es gibt riesige Klassen. Je mehr Value Objects wir erstellen, desto besser verteilen sich unsere Methoden. Jemand hat mal gesagt, Value Objects sind so eine Art Magnet für Business-Logik. Ne? Wenn man sonst davor sitzt und sagt, ah, ich möchte jetzt eine neue Methode schreiben, wo tue ich den hin? Oh, finde ich keinen Ort. Na, tue ich es halt in den Haufen, den da schon gibt. Es fällt doch gar nicht mehr auf, die eine Methode mehr. 30 oder 31, ja, wen interessiert es? Wenn ich aber ein bisschen Auswahl habe mit unseren Value Objects, dann verteilt sich das Ganze. Coding doppelt sich, haben wir gezeigt, wie man das reduzieren kann, indem man die Informationen zusammenzieht und die Validierungen. Und natürlich, dadurch, dass es an den Systemgrenzen schon geprüft wird, fallen diese ganzen defensiven Prüfungen weg. Bedeutungslose Namen haben wir eine Empfehlung abgegeben und ich glaube auch in den Beispielen gezeigt, dass es durchaus Namen und Konzepte gibt, die man nutzen kann.
je nachdem, ob man Deutsch oder Englisch unterwegs ist, aber es natürlich eine gewisse Restmenge gibt. Da bleibt wahrscheinlich nur etwas Technisches übrig, aber hey, das ist okay, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Die Validierung haben wir mit unserem Value Objects als COP am Rande der Applikation gezeigt. Wenn man kontrolliert, was reinkommt aus unsicheren Bereich und was man wegspeichert in den unsicheren Bereich, dann kann man relativ sicher sagen, dass nur gute und konsistente Sachen bei einem ankommen. Und damit lebt sich's als Entwickler einfach entspannter. Die Geschäftslogik, die vorher quer verstreut wird, ich habe schon gesagt, wird angezogen von diesen Value Objects beziehungsweise ins E reingeschoben, rausgelöst. Wenn ich etwas wissen will zum Thema Mailadresse, Klasse Mailadresse. Wenn ich etwas will zum Alter, Klasse Alter und so weiter und so fort. Das funktioniert gut. Primitive Datentypen haben wir abgelöst. Es mag am Anfang ein bisschen unintuitiv sein. Dass man denkt, ach, ich will doch hier nur eine Variable anlegen. Warum soll ich denn dafür eine Klasse anlegen? Aber wenn wir mal ehrlich sind, mit dem, was uns Eclipse mit den ATT liefert, ist jetzt Klasse anlegen nicht wirklich ein Aufwand, der euch Zeit kostet, sondern das geht, wenn man das Ganze nach einer Zeit gut bedienen kann, echt flott. Und einmal investiert, später dann entspanntes Leben. Man hat es auch gesagt beim Dictionary, wenn man da einmal gut pflegt und alle Felder gut befüllt, dann profitiert man ein Leben lang davon. Begriffe aus der Fachdomäne. Ich weiß, es ist schwer mit diesen 30 Zeichen und so. Es ist echt schwer. Aber probiert es doch einfach mal. Je weniger technische Sachen mit dabei sind, desto mehr Platz habt ihr für die Fachbegriffe. Ist doch okay. Und zu guter Letzt, Funktionsbausteine sind jetzt statische Methoden. Na gut, das war der Endgegner in der Liste. Den haben wir nicht behandelt. Aber es gibt ja noch ein paar ABAP-Konferenzen. Vielleicht nehmen wir uns da das Thema vor. Na, jetzt haben wir schon den Titel für nächstes Jahr. Endlich Schluss mit statischen Methoden oder so oder nur noch statische Methoden am rechten Fleck. Gut, kommen wir mal zum Ende unseres Vortrags. Vorletzte Folie. Value Objects zum Tauschen und Sammeln. Schauen wir uns noch einmal den Charakter dieser Value Objects an. Value Objects sind überschaubar groß und damit gut nachvollziehbar. Also manche von denen, die passen nicht nur auf eine PowerPoint-Folie, die könnt ihr auch bei einem guten Espresso oder einem Tässchen Tee ganz in Ruhe euch anschauen und habt dann auch verstanden, was die machen. Die sind zumeist daten- und systemunabhängig. In einer ganz einfachen Form kann man im ECC, im S4-Umfeld, im BTP-Umfeld kann man sich da was bauen. Datenunabhängig, haben wir vorher gezeigt, nicht von einer Datenbanktabelle unbedingt abhängig. Und sie sind auch schnell und einfach in eine Entwicklung einzubinden. Dominik hat es eben schon gesagt, unbedingt die ADT einsetzen. In den ADT kann man auch super schnell Copy und Paste machen. So eine kleine Klasse hat man dann mal schnell rüber kopiert und hat die dann auch fix in seine Anwendung mit eingebaut. Ja, und letzten Endes, weil sie so klein sind, brauchen wir eigentlich Tests für die Randbedingungen und auch Tests für das Mittendrin. Aber allzu viel ist da halt dann auch nicht zu tun. Und deswegen, wenn man solche Value Objects sich baut, sind die eigentlich ganz gut, via ABAP-Git in ein Repository, zum Beispiel auf GitHub zu schieben und können damit auch unkompliziert an die Sub-Community weitergegeben werden. Ist so ein bisschen was Catch-em-all zum Tauschen und zum Sammeln, wovon letztendlich, zumindest mal nach unserer Überzeugung, alle profitieren, wenn man beispielsweise jetzt eine CSV-Datei hat und sagt, da gibt es schon was für einen Betrag und eine Währung oder hey, da gibt es schon was für Menge und Mengeneinheit oder vielleicht auch für solche Dinge wie Buchungskreis. Also oftmals kommen ja in der CSV so die üblich Verdächtigen halt immer wieder vor, um im System zu wissen, welche Belege wir da halt erstellen. Und deswegen auch so eine Idee, ein guter Anfang, wenn man mal selber da was machen möchte, dann vielleicht mal so ein Beispiel mit Menge samt Mengeneinheit oder Buchungskreis, wo wenn man dem wiederum diskutieren könnte, hat er eine Identität, hat er keine, damit mal loslegen und sich insbesondere auch nochmal das Konzept der Unveränderlichkeit, das Immutable, nochmal anschauen, weil das ist definitiv, also es ist einfach toll, wenn ein Objekt sich nicht ständig verändern lässt, und damit nach seiner Geburt sozusagen immer gleich bleibt und im weiteren Coding einfach verwendet wird und man muss sich keine Gedanken machen, na, wo hat es denn seinen Zustand jetzt geändert? Ja, wo ist denn die Stelle? Und dann debuggt man da, weil Dominik jetzt auch schon richtig gesagt hat,
Also ständig im Debugger rumzuhängen, hält einen irgendwie davon ab, neuen Quelltext zu schreiben. Gut, dann sind wir am Ende angekommen von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ. Auch vielen Dank an die Kollegen, die die ABAP-Conf auch dieses Jahr aufgesetzt haben. Und dann gebe ich nochmal das Wort an den Dominik zum Schluss. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir hatten nur einen Probelauf. Wir haben es in der Zeit geschafft. Ich bin super happy und freue mich dann auf die Fragen im Meet the Speakers zusammen mit dem Michael. Cool. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Perfekt, super, herzlichen Dank. Es ist fast der Punktlandung geworden, gut gemacht. Es war wie jedes Jahr sehr informativ, sehr coole, sehr nette Anstoßpunkte, um darüber nachzudenken. Also hat mir echt Spaß gemacht. Also ich werde das versuchen umzusetzen demnächst. Das ist die erste Aufgabe natürlich. Gleich morgen in der Früh am besten. Alles auf einmal gleich, Okay, gell? genau. Ja. Ein bisschen AWS, ein bisschen da alles. Wenn Netflix, ich mache das alles morgen gleich. Morgen Danke. Terminblock, 8 Stunden. Ja, genau. Spannender Tag. Danke auf jeden Fall von meiner Seite.